Ich kann mich noch erinnern, wo 2014 direkt nach dem Jahr zu der Massivwanderungsinitiative all die Leute zusammengekommen sind. Gleich geschockt sind wie ich und auch gefunden haben, jetzt müssen wir etwas ändern. Wie nervös wir vor unserer ersten Pressekonferenz waren und wie es nachher abgegangen ist. Wie wir die Ehe für alle Kampagne lanciert haben. Und nachher die Durchsetzungsinitiative. Zusammen mit anderen Organisationen haben wir sie gebodigt und der ist erst richtig losgegangen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Abstimmung über die erleichterte Einbürgerung. Dann bin ich auf die Operation Libero aufmerksam geworden. Und dann haben wir die No-Bilag-Initiative mit 77% versenkt. Die Selbstbestimmungsinitiative mit 66% versenkt. Wir haben für den Verbleib von der Schweiz im Schengen-Raum gekämpft. Wir haben die Personenfreizügigkeit erfolgreich verteidigt. Sie für die Konzernverantwortungsinitiative in Ring gestiegen, weil Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Wir sind auch hart angegriffen und kritisiert worden. Das gehört wahrscheinlich dazu. Wir sind gefeiert worden, verspottet, geliebt und gehasst worden. It was a hell of a ride. Aber es hat sich gelohnt. Und es lohnt sich noch immer.